Hallo, in diesem Video erkläre ich dir, wie ich dieses Bild gemacht habe. Ich habe erstmal geguckt, ob der Pinsel trocken ist, denn ich möchte gerne mit diesem Pinsel Pinselspuren hinterlassen. Also ich setze jetzt erstmal an und ziehe mit dem Pinsel auf meiner weißen Fläche Pinselspuren. Und das wirkt schon ungemein auf mich, dieses Zinnoberrot auf dem Weiß. Es hat einfach was. Jetzt nehme ich den nächsten Farbton und verdünne den etwas. Den möchte ich also ganz leicht nur drauf haben und ziehe den einfach mit einem ganz normalen Pinsel großzügig über die Fläche. Das Rot ist schon angetrocknet und verwischt also nicht mit dem oder mischt sich nicht mit dem Gelb. Also ich schaffe mir jetzt gerade einen Untergrund, den ich halt bunt gestalte, und jetzt ziehe ich das Blau auf das Gelb, und weil ich das Blau auch verdünne, scheint das Gelb durch und ich erhalte eben eine optische Farbmischung. Ich kriege also mit dem Blau auf dem Gelb auch noch einen Grünton und ja, verteile das jetzt einfach mal. Ja, das Blau möchte ich aber auch gerne nochmal so stehen haben, also nicht in der Farbmischung ins Grün, sondern auch so als Blau deckend, und gehe jetzt aus der Lasurtechnik, nämlich transparente Farben sind ja Lasuren, gehe ich in eine opake Farbe und versuche die eben auf dem Rot auch sichtbar zu machen. Mein Untergrund ist trocken und ich ziehe mit Kreide und Kohle meine Figur, meine Linien da drauf. Und wie du siehst, kann ich sie auch wieder abwischen, denn mir gefällt es nicht. Aus der Perspektive, wie ich hier gerade die Zeichnung mache, fällt es mir etwas schwer, die Proportionen für mich so zu treffen. Also eigentlich würde ich jetzt davor stehen und die Linien ziehen, aber ich versuche es nochmal so, und damit du es einfach aussiehst. Ja, jetzt noch mal ganz kurz was zu dem Thema Figuren, Menschen zeichnen, weil das haben wir ganz oft gerade im Kurs. Wenn du eine Figur zeichnen möchtest, einen Menschen, dann kannst du sie besonders gut malen, wenn du dich auch in die Haltung hineinversetzen kannst. Also
nimm die Stimmung auf, die du rüberbringen willst, versuch sie zu fühlen und dann kannst du sie auch wesentlich besser zeichnen. Zu dem Thema Proportionen ist dies eher eine Übung, sich über das hinwegzusetzen. Also nicht die Proportionen jetzt konkret einzuhalten, sondern auch hier und da zu übertreiben und in die Länge zu ziehen und eher das Abstrakte, die Stimmung zum Ausdruck zu bringen. Ja, und wie du das sehen kannst im Untergrund, der Auftrag durch den Pinsel hat eben auch Spuren hinterlassen, die linienartig sind. Und die Figur greift jetzt diese Linien wieder auf. Das heißt, ich schaffe damit eben auch eine Verbindung. Ich komme von dem Hintergrund in den Vordergrund, ziehe jetzt also auch noch Linien nach und damit ergänze ich das und verbinde das Ganze miteinander. Ja, ich habe schon einige oder viele solcher Bilder gemalt, die in ganz anderen Farbtönen sind, also eher in rostigen Farbtönen, Metallfarbtönen, weil ich diese Figuren immer gerne als Skulptur geschaffen hätte. Also richtig Stein, Metall oder sonst was. Jetzt ist es so, ich kann das eben ganz fein, in feinen Linien darstellen, das Ganze, oder eben, so wie ich es hier jetzt machen will, eher ins Abstrakte bringen, was eher etwas expressiver aussehen soll. Das heißt, ich könnte diese Figur eben auch so lassen, oder aber, so wie ich es jetzt vorhabe, noch mehr mit Farbe bemalen und fange deshalb an, jetzt auch mit Farbe mehr deckend Farbe raufzubringen, die einzuarbeiten und probiere jetzt erstmal ganz viel selber aus. Ja, das Weiß möchte ich hier nochmal auftragen, um da eine Höhe reinzubringen in das Bild. Damit decke ich eben auch die anderen Farben ab und damit erhalte ich eine optische Dreidimensionalität. Also es kommt nach vorne. Und
das Ganze mich also ein bisschen laufen lassen, das Weiß, was nicht so einfach ist, denn dadurch wird es so transparent. Wenn es zu doll läuft, wird es zu transparent und damit deckt es dann nicht mehr und damit verliert sich auch wieder im Hintergrund. Der Klecks war jetzt gerade aus Versehen, aber ich lasse den einfach so und ziehe jetzt nochmal schwarze Linien nach, um die Figur nochmal wieder ein bisschen rauszuholen. Und ich kann auch mit dem Pinsel und dem Schwarz die Linien noch betonen, also noch ein bisschen Dynamik reinbringen durch geschwungene Linien, eben dicke Linien, dünne Linien, bringst du eine Dynamik in die Linie. Ja, noch so ein paar letzte Nachbesserungen, ein paar Betonungen noch mit dem Schwarz und dann ist das Bild für mich auch fertig. Ich habe also einmal den Untergrund geschaffen, habe mich damit schon so ein bisschen ausprobiert mit den Farben und mit den Pinselspuren, dann ein Motiv draufgesetzt und nachher nochmal farblich überarbeitet. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es hat dich inspiriert. Ich hoffe, du nimmst jetzt gleich deine Farben raus und fängst an zu malen. Ja, ich freue mich über ein Like und deinen Kommentar
Über die Kommentare freue ich mich total. Vielen, vielen Dank für die vielen netten Kommentare aus allen Teilen dieser Welt. Danke. Tschüss.